Servus Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Wir sind hier irgendwo, ich glaube am Friedhof der Zoras oder so, und machen uns jetzt auf den Weg hier in diesen Tunnel. Ich denke mal nämlich, dass der zum Hylia-See oder zu den Zoras führt. Na bitte, Hylia-See. Da sind wir auch schon da. Wir können sofort weitermachen. Klasse, dann begeben wir uns jetzt direkt in... ich würde gern hoch. Ah ne, okay. Also kommen wir nicht nochmal zum Hühnerflug. Dann machen wir den später und gehen jetzt erstmal nach unten in den Schrein von den Zoras. Ja, wir schwimmen so schnell wir können und trotzdem brauchen wir ewig. Müssen wir noch irgendwas erkunden? Eigentlich nicht, gell? Wir können... Ja, so kommen wir gut nach unten. Hoffentlich greifen uns die Zoras nicht an, weil sie denken, wir sind Feinde. Aber sollte eigentlich nicht passieren. Und wir landen. Ich habe Rubine gehört und hier lag, glaube ich, auch einer. Was ist es? Ein roter, ein gelber oder ist das ein Herz? Nee, ist ein roter Rubin. Na bitte. Oh, doch, doch, doch. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. So, dann betreten wir diesen Tempel und... Ich bringe dir diese Bombe als Opfer da. Ah. Können wir da auch einfach eine Bombe da drauflegen? Und sie steigt auf. Sehr schön, und wir können in den Tempel. Hallo, gehst du bitte rein? Na endlich. So, wir sind im Schrein der Zoras. Denke ich mal, ich weiß jetzt nicht genau wie er heißt. Hylia-Schrein. Und hier ist überraschenderweise sehr viel Wasser. Oh, verdammt, sind wir langsam. Jawohl! Vernichtet. Komm. Okay, wir können unseren Bogen unter Wasser nicht verwenden. Und wir können auch nur unser Schwert benutzen, wenn wir... ja, unsere Stiefel anhaben. Das war ja sinnvoll. Oh, da oben scheint sogar schon Ende vom Wasser zu sein. Oh, was ist denn hier? Na toll, gar nichts. Der Seeschrein, alles klar.
Oh, das können wir in eine Flasche füllen. Du füllst rotes Schleimchenie in eine Flasche. Lege es auf YX oder R und trinke es, um bis zu 8 Herzen aufzufüllen. Na, das ist doch mal wirklich was Gutes, was ich gefunden habe. Ah, du hast 10 Wasserbomben. Sehr schön. Die wurden nämlich auch langsam knapp. Ja, genau. Nee, da haben wir, glaube ich, eine Fee drin, oder? Ja. Das heißt, wir haben jetzt eine Fee und einmal rotes Schleimgelee, um unser Leben wiederherzustellen. Ist doch... Das nenne ich mal gut ausgerüstet. Wow! Boah, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ach, ist jetzt egal. Ich wüsste zwar gern, was lila Gelee macht, aber... Und los geht's. Alles klar. Der Seeschrein. Hier wird's lustig. Oh, da fallen schon Dinge runter. Ah, das war gefährlich. Schätze, du solltest zuerst die Stalagmiten runterholen, die da von der Decke hängen. Die sehen mir verdächtig locker aus und wenn du die nur ein ganz klein wenig anstößt, kommen sie bestimmt sofort runter. Ich denke mal, wir müssen es so machen. Eine Kombination mit Bogen. Midna hat gelogen. Sie hat gesagt, ein ganz klein bisschen. Da müsste ein Pfeil eigentlich reichen. Hängen hier noch welche? Nein, das war's. Sehr schön. Die Dinger sind ja einfach... Easy going! So, weiter ist hier aber auch nichts. Ich wollte ja eigentlich gar nicht hier runterfallen. Ich habe nur nicht richtig aufgepasst. Ach, diese Dinger. Ja, ich erinnere mich. Und dann konnte man das Ding auch nehmen. Und damit andere Sachen abwerfen. Ja, cool, ich weiß noch. Und tschüss. Ist eigentlich schon ganz schön gemein, so richtig direkt auf den Hintern mit einem scharfen Schwert. Das tut... Man kann wochenlang nicht sitzen, denke ich mal. So, ah, noch darüber. Und hier ist schon noch eine Kiste. Nein! Oh, ich wäre jetzt fuchsteufelswild geworden. Boah, schon wieder 10 Wasserbomben. Oh, die sind noch kombiniert. So, ab in den nächsten Raum. Oioioi. Looks like fun.
Ja, ist halt nicht so schwer mit dem Fangstoß. Ah ja, an diesen Raum erinnere ich mich. Ich glaube, ich hatte hier ein mächtiges Problem. Ich weiß aber nicht mehr welches. Ich glaube, ich habe den Überblick verloren und wusste nicht mehr, welchen Gang ich gegangen bin. Oh, ich hoffe, das passiert mir diesmal nicht. Oh, da ist die Tante. Okay, das geht nicht durch. Aber vielleicht können wir eine Bombe drüber werfen. Ja, oh Gott, nein. Ah, okay, an die kommen wir nicht ran, weil Link weil er halt nicht springen will, wenn da eine Treppe ist. Gut. Dass eine Sprungattacke für die ausreicht, ist schon ein bisschen sehr leicht. Oh, Gott sei Dank, Pfeile waren auch mal wieder nötig. Ja, da tun sie eine Truhe hin. Ich habe gerade 10 Pfeile aus so einer Amphore. Ich weiß jetzt nicht, wie das andere Wort wäre, bekommen. Also total unnötig. Ausfallfinte, Stoß! Okay, hier komme ich nicht durch. Ist hier noch irgendwo ein Gang? Nein, dann würde ich sagen, springen wir hier einfach mal runter. Und gucken uns hier mal um. Wow, wir machen Licht mit unserem ganzen Körper. Ich weiß nicht, wo das Licht herkommt. Aus den Augen oder sowas. Oder wie bei Frankie, Nippellights. Aber anscheinend ist hier. Na doch, hier muss doch. Hier ist doch ein Weg. Hier ist doch eine Tür eingezeichnet. Aber nicht für uns. Gut, dann gehen wir schnell mal wieder raus aus dem Wasser. Und müssen irgendwie auch aus dem Ganzen. Also hier wieder hochkommen. Ich weiß nur noch nicht wie. Ah. Ja, das ist es. Also gut, hier unten kommen wir nicht rein. Wir kommen auch nicht weiter hier auf der Tür in der zweiten Etage. Das heißt, wir müssen erstmal die Treppe wieder hochgehen und gucken, ob dort irgendwo ein Gang ist. Und zwar... Wie gesagt, das ging nicht. Ah, das hier geht. Ah, wir können die Treppe nicht hochrollen. Aber wirklich überhaupt nicht. Brauchen wir gar nicht probieren. Oh. So, und hier vorne ist die Tante. Puh, endlich draußen. Ach, der nette junge Mann von neulich. Schön, dich zu sehen.
reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst, jederzeit. Du hast die Tante wieder getroffen, lege sie auf Y, X oder R, um den Dungeon zu verlassen. Auf jeden Fall. Gut, wo geht's denn jetzt hier weiter? Wow. Ey, überlegt mal, ein so ein Sprungangriff ist viermal so stark wie ein normaler Schlag. Kein Wunder, dass Sprungangriff und Wirbelangriff so stark sind zusammen. Ich denke mal, hier die... Nee, hier Tür ist zu, alles klar. Und aus der sind wir, glaube ich, gekommen, oder? Nee, hier geht's auch nicht lang. Oh. Der Dungeon bringt mich jetzt schon zum Verzweifeln und ich bin gerade mal 5 Minuten oder so drinne. Dann sind wir... Ne, hier drüben geht's nicht weiter. Alles klar, dann gehen wir die Treppe nochmal runter und gucken, ob dort noch irgendwelche Türen sind, die wir noch nicht gegangen sind. Hier vielleicht? Nein. Okay, dann die andere Seite. Soll das eigentlich da drauf, dieses rosa Zeug, ein Seeigel sein? Gut, wir müssen einfach mal hier runterspringen. Irgendwie muss es doch woanders weitergehen. Ja, nicht zu den Fischen. Das sind böse Fische. Wir kommen da nicht hoch, das gibt's doch nicht. Wir müssen doch irgendwie zu dieser anderen Tür kommen. Hier auf das Geländer? Nee, funktioniert nicht. Und an das Zeug hier oben kommen wir auch nicht dran. Ach, das ist doch jetzt schon wieder zum... Oh, zum Verzweifeln ist das doch jetzt schon wieder. Zum Mäusemelken, das ist gut. Von hier sind wir gekommen, oder? Ja, gut, hat sich erledigt. Oh, ich fass es nicht. Ich steck gerade wieder in diesem Dungeon fest. So ein Mist. Also, wir sind von hier gekommen. Und konnten dann in diesen Raum hier rein. Und in diesem Raum konnten wir nichts machen. Nein, absolut nichts. Gut.
dann können wir den Raum wieder verlassen. Dann konnte man noch hier runter. Und ganz hier unten ist aber auch nichts. Nein, nicht das Geringste. So, dann wieder nach oben. Und hier wieder hochklettern können wir an drei verschiedenen Stellen. An zwei. An der und an der anderen. Und beide führen auf dieselbe Ebene, auch in denselben Abschnitt von der Ebene. Die andere hätte hier hochgeführt. Und da kommen wir noch nicht dran. Okay, weiter im Programm. Dann mal die Tür drehen. Ach, schon wieder derselbe Fehler. Dann kann man den Weg können wir nicht gehen, weil wir keinen Schlüssel haben. Und in dem Weg können wir auch nichts machen, weil uns Wasser fehlt. Super Sache. Ging denn das? Die hier hatten wir doch noch gar nicht, oder? Habe ich's nicht gesagt? Ich komme immer durcheinander mit den Scheißtreppen. Jetzt habe ich sonst wie viel Zeit gebraucht, um diese Scheiße rauszufinden. So eine Scheiße. Scheiße, Mann. Okay, Entschuldigung, ich habe kurz die Beherrschung verloren. So ein Rotz, ey. So, weg damit. Hier ist jetzt endlich ein neuer Raum, in dem wir noch gar nicht waren. Oh. Und welches tolle Item wir in diesem Dungeon kriegen, weiß ich auch schon. Okay, das war nutzlos. Wow, der sieht ja ziemlich beschädigt aus. Okay, aber kaputt machen können wir es trotzdem nicht. So, wir müssen wieder weiter hoch, weil wir abgestürzt sind.
Oh, hier sind ja wieder... Ah, wir haben diese... Ah, sehr schön. Wir haben diese Löcher gestopft. Hirnfurz. Ah. Kriegen wir's? Nein, kriegen wir nicht. So, um weiterzukommen, müssen wir jetzt, denke ich mal, zurück. Und da den Schlüssel benutzen. Alles klar, so langsam flutscht es ja wieder ein bisschen mehr. Wir haben auch schon die Karte, es fehlt nur noch Kompass, das Spezialitem, ein paar Rubine und so weiter und so weiter. So ein Mist. So, das heißt, der Anfangsraum war da drüben. Ach so, ich muss jetzt runterspringen. Ah, okay. Nee, ich komme ja nicht runter. Oh, wie komme ich denn von hier wieder weg? Nee, hier ist doch gar nicht... Oh. Bleib ruhig, Daniel. Gut, jetzt... Wo war das mit dem Schlüssel? Hier nicht, dann da hinten. Nein, falsch, andere Richtung. Toll. Oh Gott, ich sehe es schon. Dieser Dungeon wird mit den letzten Nerv rauben. Oder war ich schon richtig? Hä? Wo war denn die verschlossene Tür? War die eine Etage weiter oben? Ah, ich glaube, ich musste hoch, dann das anders drehen und dann wieder runter. Ja, da drüben ist die verschlossene Tür. Hm. Das heißt, wir mussten es hier unten anders drehen. Okay, Leute, ich beende jetzt erstmal hier die Folge, weil... Oh, dieser Dungeon wird mir den letzten Nerv noch rauben, ich sehe es schon. Also speichern wir hier erstmal ab und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder was heißt, wir speichern ab, wir hören erstmal auf. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein!